So, nächste Folge. Podcast Erfolg ist kein Zufall. Heute nächstes Schwergewicht, wobei er war gerade im Fitnessstudio, so schwer ist er gar nicht. Mike Diersen, ich habe ihn mal kennenlernen dürfen auf einem Seminar bei Jürgen Höller. Ich glaube, er ist der Vertriebstrainer im Jürgen Höller-Team auch. Dazu kannst du gleich mal ein bisschen was sagen, Mike. Ja. Bis seit 35 Jahren habe ich auf deiner Webseite gelesen, mit Begeisterung im Verkauf. Du hast laut Webseite über 30.000 Geschäftsabschlüsse gemacht. Wahrscheinlich kennst du auch die 10.000-Stunden-Regel, nach der man wohl Weltklasse in einer Disziplin ist, wenn man sie 10.000 Stunden trainiert hat. Oder 10.000 Wiederholungen, Oder ja. 10.000 Wiederholungen. Dementsprechend müsstest du sehr, sehr Weltklasse sein mit 30.000 oder mehr als 30.000 Geschäftsabschlüssen. Ja. Genau aus diesen Gründen habe ich dich eingeladen, weil du ein Mann aus der Praxis für die Praxis bist. Wenn man dich erlebt, spürt man eine Menge Energie. Und ich bin Egoist, ich wollte diese Energie einfach an einem Sonntag um 16 Uhr selbst spüren. Und deswegen herzlich willkommen, Mike. Ja, danke dir, Maurice. Freue ich mich, dass wir heute mal zusammengefunden haben. Spontan, aber das sind immer die besten Dinge, oder? Ja, genau. Nicht lange planen, los geht's. Und der Podcast, fangen wir mal mit leichter Kost an. Der Podcast heißt Erfolg ist kein Zufall. Ja. Hast du gerade erzählt, 61 Jahre alt. Wie definierst du heute Erfolg für dich ganz persönlich und wie hat sich das auch im Laufe deines Lebens vielleicht verändert? Also Erfolg ist ja immer vielschichtig, ist ja wie ein großer Blumenstrauß. Wenn du deine Kinder erziehst und die kommen nachher gut klar im Leben, ist das Erfolg. Wenn du 27 Jahre verheiratet bist, wie ich habe heute Morgen mit meiner Frau darüber gesprochen, wir kennen uns jetzt 30 Jahre und du hast dir immer noch was zu erzählen und du kommst immer noch gut klar, ist das für mich Erfolg auf ganzer Linie. Wenn du ein Business aufbaust mit einem Team, dann ist das Erfolg. Ich bin in diesem Jahr mit dem Golfspielen angefangen, genau vor einem Jahr. Und das Spiel hat mich so gepackt. Dieses Spiel hat mich, ja, ich liebe es. Und wenn ich da einen schönen Ball schlage, dann ist das für mich Erfolg. Wenn ich ein viertägiges Seminar, mein Sales Bootcamp mit 1000 Teilnehmern habe und danach schreiben mir meine Teilnehmer, sie haben ihre Abschlussquote um 25, 30, 40, 50%, einige noch höher gesteigert. Das ist Erfolg. Erfolg ist vielschichtig in allen Lebensbereichen. Ja, wenn du ein toller Hobbygärtner bist und dein Garten blüht im Sommer und es ist eine Quelle der Erholung, dann ist das Erfolg. Also Erfolg ist vielschichtig und du kannst es eigentlich in jedem Bereich deines Lebens etablieren. Wenn du gesund bist, ist das schon Erfolg. Ich hatte vor 2 Jahren eine 9-stündige Herz-OP, wo man mir meinen Thorax geöffnet hat und wo man mich 9 Stunden operiert hat. Man hat mir meine Aorta entfernt, eine Prothese eingesetzt. Ich habe eine neue Herzklappe bekommen. Und ich habe mich sehr schnell danach wieder erholt, auch durch meine Mentaltechniken, die ich auch in meinen Seminaren anwende. Dann ist das Erfolg. Also das ist breit gestreut. Für mich ist das nicht nur monetär oder welches Auto ich fahre oder wie mein Bankkonto aussieht, ob ich ein Haus auf Mallorca, alles schön und gut. Aber Erfolg ist, wie intensiv lebst du dein Leben? Ja, welche Intensität gibst du rein? Wie lebst du deine Talente? Wie lebst du deine Potenziale? Und wie unterstützt du andere Menschen? Das ist einfach so mal für mich meine Definition von Erfolg. Hat sich die gewandelt oder hast du die schon lange? Das war eigentlich immer schon so. Erfolgreiche Menschen, die ich kennengelernt habe, unterstützen auch immer andere Menschen und lassen andere Menschen erfolgreich werden. Und das war schon immer mein Tenor. Zum Beispiel meinem Unternehmen, was ich immer noch betreibe, oben in Oldenburg in Norddeutschland, habe ich ein Team aufgebaut, habe ich eine Geschäftsführerin aufgebaut, die macht den Job heute besser als ich. Und das ist für mich zum Beispiel auch Erfolg. Am Anfang meiner Karriere war natürlich Erfolg für mich ganz klar, materiell, finanziell und ein großes Business aufbauen, als Trainer erfolgreich werden, als ich vor 20 Jahren im Trainerbusiness gestartet bin. Das hat sich heute ein bisschen geändert für mich. Heute ist auch Erfolg für mich, mir Zeit nehmen zu können für private Dinge,
so den Ausgleich zwischen, ich arbeite unheimlich gerne, ich lebe und liebe meinen Beruf und will den eigentlich bis ans Ende meiner Tage, wenn ich darf, ausführen. Aber es hat doch schon eine ein bisschen andere Gewichtung bekommen. Ich habe 40 Jahre lang Vollgas gegeben, ich gebe heute immer noch Vollgas. Guck aber auch, dass die anderen, weil so mit 60, die ich ja im letzten Jahr überschritten habe, es war nicht ein, sagen die Leute mal, ja, ist ja nur eine Zahl, Mike. Ja, ist ja nur, man ist immer so jung wie man. Trotzdem, die Zahl steht. Und dann machst du dir schon mal Gedanken, was war bis jetzt und wo soll die Reise hingehen? Und Erfolg in der Zukunft besteht auch da für mich, dass ich meinen Beruf und meine Freizeit, dass ich das alles neu sortiere und vielleicht auch ein bisschen neu gewichte. Es hat sich verschoben, ganz klar. Auch durch meine Herz-OP hat sich nochmal meine Werte, was Thema Gesundheit, was Thema Unversehrt, was Thema Energie, was Thema, ja, Freunde, Familie, hat sich alles nochmal verschoben. Aber das ist auch ganz normal. Am Anfang einer Karriere, wenn du 20 bist, wenn du 22, dann geht es nur darum, ja, was uns ja diese Internet-Homies da permanent vorleben, im halben Jahr Multimillionär mit Waschbrettbauch und Ferrari, alles Bullshit. Ja, ich sage, das ist alles Bullshit. Diese ganzen Online-Jobs, alles gut und schön, ist eine Strategie. Aber alle erfolgreichen Menschen, die ich in meiner Karriere kennengelernt habe, und das waren einige, die haben sich mehrere Jahre in ihrem Business, in ihrem Bereich engagiert und haben Vollgas gegeben. Egal, ob es Unternehmer sind, egal, ob es Networker sind, egal, ob es Finanzdienstleister sind. Vollkommen egal. Und darum sage ich immer, Erfolg ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und sag mal, der Und Punkt. viele, und wenn ich das noch kurz sagen darf, Gerne, Maurice, ja. viele oder alle wollen erfolgreich werden, was auch immer das heißt. Und sie gehen drei Schritte des Weges, sind fokussiert und dann lassen sich von irgendeinem Scheißdreck ablenken, rechts und links des Weges. Dann sind andere Dinge auf einmal wieder wichtig und da, nein, Erfolg heißt Fokus auf dein Ding. Konzentration und dran zu bleiben und nicht zu früh aufzugeben, sondern auch wenn der Gegenwind kommt, dann dabei zu bleiben und dann den nächsten Step zu gehen. Und das Allerwichtigste in einer Karriere ist immer, was ist das nächste Ding, was ich tun muss? Was ist der nächste Step? Jetzt zum Beispiel haben wir einen Podcast. Jetzt denke ich an nichts anderes. Jetzt ist das das Wichtigste, was ich gerade mache. Wenn ich übermorgen wieder auf der Bühne stehe, da sind 300 Teilnehmer, Umsatzexplosion in Schweinfurt, dann bin ich 3 Stunden komplett bei denen. Weißt du, was das Problem der meisten Menschen ist? Sie dekonzentrieren sich. Sie sind bei einer Sache, aber sind in Gedanken schon wieder bei der nächsten. Sei zu 100% fokussiert bei dem, was du gerade tust. Und guck nicht, was in einem Jahr, was in 5, was in 10, ist auch wichtig, aber guck, was ist jetzt der nächste Step, den ich gehen muss. Und wenn du Verkäufer bist, ist dein nächster Step, morgen früh den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und Termine zu akquirieren. Das ist dein nächster Move. Verstehst du? Und nicht schon wieder, ne, boah, was ist in einem, wie ist meine Provision? Nee, guck, was ist als nächstes dran. That's it. Ja, dieses Zitat irgendwie, wenn ich gehe, dann gehe ich, wenn ich laufe, dann laufe ich, wenn ich Ja, esse, dann esse ich, genau. und wenn ich, ja. Weißt du, die meisten Menschen leben entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Da nehmen sie sich die Kraft bis jetzt, der Gegenwart. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir haben. Ich merke das bei mir ist einer der größten Herausforderungen gerade. Ich arbeite tierisch gerne an meinen Unternehmen. Ich bin immer, gefühlt bin ich immer mit dem Kopf auch an diesen Dingen dran, ja. Ja. Ich wünsche mir, wie soll man sagen, genau das besser zu können, was du gerade beschreibst, ja. Also, wenn ich mit der Familie bin, auch mit der Familie zu sein, ja, und nicht wieder, ah, guck mal hier und da hast du noch einen Gedanken und so weiter. Das finde ich ganz spannend, weil ich vorher auch Vertriebsleiter war einer großen Online-Marketing-Agentur. Und ich meine, ich war schon immer ein Stück weit so, aber als Angestellter hast du so einen gewissen Rahmen, der dir vorgegeben wird, ne? Da wird gesagt, meinetwegen noch Gleitarbeitszeit, aber 10 bis 17 Uhr ist jeder in der Hütte hier, ja. Ja. Dann wird gesagt, Montag bis Freitag ist Arbeit, Sonntag ist nicht Arbeit, ja. Also Sonntag kurierst du dich mal aus und so weiter. Wie gelingt es dir oder kannst du diesen Punkt, den ich erwähnt, den ich beschreibe, Ja. nachvollziehen? Wie gelingt es dir, in diese Ja. in das reine Gehirn sozusagen zu kommen, ja? Also, die Leute fragen mich
Auch öfter. Sag mal, Mike, wie viele Tage arbeitest du eigentlich? Oder wie viele Seminartage gibst du im Jahr? Oder wie häufig stehst du auf der Bühne? Und weißt du, eigentlich arbeite ich nie, aber eigentlich arbeite ich immer. Ich bin immer in diesem Prozess. Darum zum Beispiel auch einen Podcast aufzunehmen oder sonntags auf der Bühne zu stehen oder samstags auf der Bühne. Ich arbeite oft samstags, sonntags. Für mich keine Arbeit. Das ist für mich ist das ein Flow. Verstehst du? Aber wenn ich dann frei habe, das heißt, wenn ich mir Zeit nehme und ich gehe 3 Stunden auf den Golfplatz, dann habe ich kein Handy dabei, dann bin ich nur fokussiert. Und das hat mich zum Beispiel dieses Spiel gelehrt: Demut, Geduld, Ruhe, Fokus. Darum habe ich ja gesagt, es hat mich so geflasht. Ja, ich bin jeden zweiten Tag, wenn ich Zeit habe, auf dem Golfplatz, weil da komme ich runter. Da bin ich in meiner ganz eigenen Welt. Was mir noch unheimlich dabei geholfen hat, in den letzten 30 Jahren zur Ruhe zu kommen und meine Gedanken zu ordnen, ist die Meditation. Seit 30 Jahren praktiziere ich transzendentale Meditation. Ich bin von einem Freund, der Meditationslehrer war, damals eingeführt worden. Und das mache ich morgens und abends 20 Minuten, um morgens ruhig, bewusst in den Tag zu starten und den Tag abends auch bewusst und ruhig ausklingen zu lassen. Es ist eine wunderbare also jeden, den das interessiert, einfach mal eingeben, TM, transzendentale Meditation. Weil die Gedanken, die ja den ganzen Tag bei uns fließen, werden dann auf einmal ganz ruhig. Manchmal verschwinden sie sogar ganz und das lässt einen wunderbar zur Ruhe kommen. Und das ist wichtig. Ja, ist ganz interessant, dass du es sagst. Schöner Reminder. Ich habe immer das Gefühl, ich mache Podcasts mit Leuten, die ich nicht kenne, und die senden mir genau im richtigen Zeitpunkt immer die richtigen Nachrichten. Ja, und ich habe ja auch Meditation so in meiner Routine drin. Aber ich sage immer, paradoxerweise ist Meditation für mich die wichtigste Disziplin von dem, was ich so tue für mich selbst. Ja. Aber auch die am meisten vernachlässigste Routine. Ja. Wie kommst du, dass du wirklich diese 20 Minuten morgens, 20 So, ins goldene Leben? und jetzt ist ganz eine Sache ist ganz wichtig zu wissen. Alle, die diesen Podcast hören, jetzt bitte genau zuhören. Disziplin in deinem Leben bringt dich weiter als jede Motivation. Du musst für dich Routinen und Gewohnheiten entwickeln. Genauso wie ich zweimal die Woche mein Krafttraining mache, mein Fitnesstraining. Das ist ja genauso, hey, du putzt dir morgens und abends die Zähne. Hast du immer Bock drauf? Nein, aber du weißt, es ist gut für dich. Und genauso ist es mit anderen Dingen. Und alles kann zu einer Gewohnheit werden. Alles, was du 3 Monate durchziehst, beginnt eine Gewohnheit zu werden. Wenn du es 6 Monate durchgezogen hast, ist es eine Gewohnheit geworden. Ich werde immer wieder gefragt von Leuten, ja, Mike, warum machst du noch immer noch Krafttraining? Ich sage, hey, ich höre doch auch nicht auf, mir die Zähne zu putzen. Ja? Solange ich lebe, mache ich mal, es ist eine Routine, weil ich weiß, es ist gut für mich. Es gibt mir Energie, es gibt mir ein gutes Körpergefühl, es gibt mir eine gute Körperspannung. Und die brauchst du im Business, die brauchst du im Leben. Der einzig wahre Besitz, den wir haben, ist unser Leben selbst, unsere Gesundheit, unser Körper. Und dann bin ich immer wieder schockiert, wie viele Menschen das vernachlässigen. Ja? Es gibt ja diesen schönen Spruch, am Anfang deiner Karriere läufst du mit deiner Gesundheit, deinem Geld hinterher und irgendwann läufst du mit deinem Geld, deiner Gesundheit hinterher. Und ich praktiziere das jetzt ich mache Sport seit meinem 5. Lebensjahr und seit ich 18 bin Krafttraining. Und hat für mich erkannt, ja, es ist für mich, es hält meinen Körper einfach fit. Und weißt du, wenn du im Business Höchstleistung gibst und willst, dann musst du auch körperlich fit sein. Es geht nicht, ja, dass du dich schlecht ernährst, dass du eine schlechte Fitness hast, eine schlechte Ausdauer und willst, wenn ich 4 Tage auf der Bühne stehe, zwischen 8 und 10 Stunden, dann ist das wie ein doppelter Marathonlauf. Und das geht eben nur, ne, die Leute fragen mich immer, Mike, wo kommt deine Energie her, dass du 4 Tage so Vollgas geben kannst? Ich sage, weil ich trainiere, weil ich fit bin, weil ich mich vorbereite. And that's it. Du hast von deiner Herz-OP gesprochen. So Gesundheit
oder beziehungsweise Krankheit ist sicherlich einer meiner größten Ängste, weil sie so gefühlt außerhalb des eigenen Kontrollbereichs liegt. Und ich bin so eine, Ja. schon sicherlich so ein Kontrollfreak. Ich mag es gerne, die Dinge in der Hand zu haben und lebe auch in sozusagen hundertprozentiger Eigenverantwortung vom Mindset, ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte so eine Herz-OP, da doktert irgendwer an wahrscheinlich einer der wichtigsten Dinge in meinem Körper rum, Ja. ja. Ohne das Ding bin ich ja nun mal nicht lebensfähig. Ja. Hätte ich scheiße viel Angst. Wie gehst du mit Ängsten um? Hast du da einen Tipp zu? Wie hat sich das entwickelt? Wie war deine Situation jetzt zum Beispiel mit der Herz-OP? Ja, ich bin irgendwann zum Arzt gegangen, weil ich merkte, ich habe so Herzrhythmusstörungen und hatte dann Vorhofflimmern, was auch ein 25-jähriger Triathlet bekommen kann. Aber das ist dann durch eine minimalinvasive Operation auch beseitigt worden. Aber dann bin ich durchgecheckt worden und sagte der Arzt, Herr Diersen, wir haben ja noch eine andere Baustelle. Sie haben ein Beginn des Aneurysma, also eine Ausbuchtung an der Aorta. Mein Vater war vor 10 Jahren dran gestorben, was sich im Nachhinein herausgestellt hat. Ich habe das also genetisch von meinem Vater geerbt. Als ich diese Diagnose bekommen habe, ich war in meinem Leben nie krank. Ich habe in meinem Leben immer Sport. Ich habe mich immer gut ernährt. Habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Und wenn bin ich ganz ehrlich, ich hatte eine Scheißenangst. Weil wenn man dir deinen Oberkörper aufflext, von hier bis zum Bauchnabel, zwei Spannhaken reinsetzt und 9 Stunden an deinem offenen Herzen operiert, dann ist das kein Spaß. Ich habe mir den Besten weltweit gesucht. Das ist Professor Dr. Rolf Lange vom Herzklinikum München. Ich habe die OP privat bezahlt, weil ich vom Besten operiert werden wollte. Und ich bin nach 12 Stunden auf der Intensivstation aufgewacht, hatte 3 Schläuche im Hals, hatte 2 Schläuche hier, 2 Schläuche an im Bauch. Und der Intensivpfleger haute mir so leicht ins Gesicht, Herr Diersen, sind Sie wach? Und meine erste Reaktion war, Glück gehabt, nochmal wach geworden. Und Hey. dann habe ich Folgendes gemacht und ich komme gleich dazu. Ich konnte in dieser Nacht nicht schlafen, weil einer der Schläuche in meinem Hals war eine Magensonde mit einer Reversklappe. Und wenn ich stärker geatmet habe, ist diese Reversklappe zugegangen und ich habe keine Luft mehr bekommen. Und in dieser Nacht habe ich die ganze Nacht visualisiert, wie ich in 3 Monaten wieder mein erstes Krafttraining mache, wie ich nach 4 Wochen mein erstes Seminar im Sitzen, das war damals Corona, wieder gebe, vor der Kamera online, und wie ich in 3 Monaten wieder auf meinem Rennrad sitze. Das habe ich permanent visualisiert. Permanent, permanent. Nach 4 Wochen habe ich mein erstes Seminar wieder gegeben. Nach 3 Monaten habe ich mein Krafttraining, mein erstes wieder gemacht. Heute bin ich fitter denn je. Diese Herz-OP ist nicht zufällig in mein Leben gekommen. Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Sie sollte mir irgendwas zeigen, weil alles, was in dein Leben tritt, ob positiv oder negativ, hat seinen Sinn. Und wenn ich heute von Mentaltechniken, auch im Verkauf, von Mindset rede, dann habe ich bewiesen, dass es funktioniert. Das heißt, rückblickend war diese Herz-OP eine der wichtigsten Erfahrungen für mich in meinem Leben und sollte mir wahrscheinlich irgendwie zeigen, dass die Dinge, die ich meinen Teilnehmern mitgebe, in der Praxis auch wirklich funktionieren. Ich habe es einmal bewiesen im Beruflichen, dass ich, glaube ich, ein sehr erfolgreicher Verkäufer bin, sonst wäre ich kein Verkaufstrainer geworden. Aber auch von der mentalen Stärke her. Andere Menschen fallen nach so einer OP, das ist die zweitgrößte Herzoperation, die man haben kann, in Depression. Sie können nicht mehr arbeiten. Sie sind nicht mehr so lebensfähig, wie sie haben weniger Energie. Aber weißt du was? Das entscheidet sich in deinem Kopf. Verkaufserfolg entscheidet sich in deinem Kopf. Niederlage oder Erfolg entscheidet sich in deinem Kopf. Und darum ist elementar wichtig, dass die Menschen da draußen aufpassen, dass der schlimmste Feind nicht zwischen ihren beiden Ohren wohnt. Das ist elementar wichtig, weil hier entscheidet sich alles. Es entscheidet sich, wie dein Leben verläuft, es entscheidet sich, wie das Jahr 2023 verläuft. Einige, weißt du, höre ich jetzt immer wieder, ja, Rezession, Inflation, es wird schwieriger, die Preise durchzusetzen. Falsches Mindset, Freunde. Falsches. Du entscheidest, wie dieses Jahr für dich wird. Ich habe für mich entschieden, das wird das Beste meiner Karriere.
Wenn ich am 31.12. auf meine Zieleliste gucke und mir anschaue, was in diesem Jahr war, weiß ich, dass es so sein wird. Und das ist eben, wie du, ne, es wird immer von Mindset, 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 Mindset. Ja, Mindset, Mindset, aber du musst es auch leben. Du musst es auch wirklich umsetzen. Und Goethe hat schon gesagt, jede Verbesserung in deinem Leben beginnt mit verbesserten Gedanken über deine Zukunft. Und genau so ist es. Und jetzt musst du dir vorstellen, der Professor hat dann gesagt, 2 Tage nach der Herz-OP hat er mich besucht, Visite, sagt er, Diersen, jetzt machen wir erstmal schön 2 Monate Reha. Und danach fangen Sie an, mit 1 Stunde pro Tag zu arbeiten, ganz langsam. Da habe ich zu ihm gesagt, Herr Professor, jetzt sage ich mal, wie ich die Sache sehe. In einer Woche gehe ich nach Hause. Da steht nämlich schon mein Ergometer in meinem Arbeitszimmer und meine Frau kocht das beste Essen für mich. Und nach 4 Wochen gebe ich wieder das erste Seminar. Da hat der Professor gesagt, Herr Diersen, das geht nicht. Und ich habe ihm gesagt, wer sagt das? Wer sagt das? Ich habe heute noch Briefkontakt zu diesem Professor, und er sagt, Herr Diersen, ich erzähle das immer anderen Patienten, ihre Krankengeschichte. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich bin fit ins Krankenhaus reingegangen. Ich war topfit. Und es gibt diesen schönen Spruch, so wie du reingehst, so gehst du auch wieder raus. Wenn du natürlich 30 Kilo Übergewicht hast, ja, und dich nur scheiße ernährst und nicht körperlich fit bist, wirst du danach auch Probleme haben, wieder auf die Beine zu kommen. Aber wer mich mal auf der Bühne erlebt hat oder in Zukunft erleben wird, der kann nicht glauben, was ich so alles schon durchgezogen habe. Ja. Was hast du bezahlt für die OP? Einen sehr, sehr hohen fünfstelligen Betrag. Ah ja. Und sag mal, wir haben gerade, ja, oder ich hab drüber nachgedacht, du hast mehr als 30.000 Abschlüsse in etwa gemacht. Und Ja. wie viel Ablehnung war dafür notwendig? Das heißt, wie war deine Quote auf diese 30.000 Also, Abschlüsse? ich habe meine Expertise als Verkaufstrainer. Ich habe jahrelang, 15 Jahre oder noch länger, habe ich pro Tag 8 bis 9 Termine gehabt, stündlich. Die Leute fragen mich auch immer, ja, Mike, wie wird man Spitzenverkäufer? Durch Praxis. Durch immer wieder Praxis und durch ein System. Und dieses System habe ich im Laufe meiner Karriere entwickelt. Was ich jetzt in meinem Sales Bootcamp meinen Teilnehmern mitgebe, das sind 5 Bausteine. Und wenn du dich an diese 5 Bausteine hältst, kann am Schluss keine Ablehnung mehr kommen. Es kommt keine Ablehnung mehr. Wenn doch Ablehnung kommt, habe ich 15 Einwandbehandlungsmethoden entwickelt, wie du aus jedem Nein ein Ja machst. Aber natürlich war Ablehnung dabei. Ich habe eine Abschlussquote von ungefähr von 90% gehabt. Und natürlich ist eine Ablehnung gehört dazu. Hey, das ist vollkommen normal. Aber die meisten Verkäufer haben höllische Angst vor Ablehnung. Warum ist das so? Weil ihr Selbstbewusstsein, ihr Selbstwertgefühl noch ganz klein ist. Ihr Selbstbewusstsein heißt nicht, wie fühlst du dich, wenn alle dich gut finden. Selbstbewusstsein heißt, wie fühlst du dich, wenn Menschen dich ablehnen. Weil das Selbstbewusstsein bei den meisten Menschen noch sehr klein ist, versuchen sie einem Nein oder Ablehnung auszuweichen. Und das ist genau der Grund, warum 75% aller Verkäufer am Abschluss eines Verkaufsgespräches nicht nach dem Abschluss fragen. Sie haben Angst vor der Ablehnung. Sie haben Angst vor dem Nein. Aber bei einem Nein geht das Verkaufen eigentlich erst los. Ohne Nein bräuchten wir keine Verkäufer. Da könnten die Auftragsblöcke in den Büros liegen und da würden die Kunden sich eintragen. Freunde, das Wort Nein kann dich reich machen. Und wenn ein Kunde mal Nein zu mir gesagt hat, ja und? Nächster bitte. Dann geht's weiter. Hey, du brauchst Nein, auch bei der Terminakquise. Und darum ist es wichtig, wenn du im Verkauf tätig bist, dass du deine Quote kennst. Das heißt, wie viele Termine brauchst du für einen Abschluss? Wenn du deine Quote kennst, weißt du, das nächste Jahr kommt wieder. Und es ist vollkommen, du brauchst das Nein. Das ist okay, das bringt dich dem nächsten Jahr näher. Aber weil sie ihre eigene Quote nicht kennen, denken sie bei einem Nein, das ganze System funktioniert nicht. Und das lässt sie im nächsten Verkaufsgespräch noch unsicherer werden. Das heißt, sie versuchen mit noch mehr Druck den Abschluss durchzubringen. Tödlich, tödlich. Wenn du aber ein System hast, wenn du weißt, was du tust im Verkaufsgespräch, wenn du weißt, wie du den Kunden führst, wenn du weißt, wie du auf Standardsituationen eingehst, dann mach dich das ruhig. Dann mach dich das entspannt. Kunden spüren das. Kunden spüren,
ob du deiner Sache sicher bist. Und zwei Dinge muss ein Spitzenverkäufer mitbringen. Zwei Dinge. Das ist einmal die Fähigkeit des positiven Denkens und die Fähigkeit der mentalen Visualisierung. Was meine ich damit? Ein Spitzenverkäufer nimmt den positiven Abschluss schon vorweg. Das heißt, wenn er zum Kunden fährt, stellt er sich schon vor, wie der Kunde am Schluss unterschreibt. Wie der Kunde am Schluss unterschreibt. Er weiß, dass er vor. Und das wirkt sich auf seine Körpersprache, das wirkt sich auf seinen Augenkontakt, das wirkt sich auf seine Stimme, das wirkt sich auf sein ganzes Verhalten aus. Und weißt du was? Diesem Einfluss können sich Kunden nicht entziehen. Also, es ist eine Mischung aus deinen Gedanken, deinen Glaubenssätzen und deiner Strategie. Und darum ist meine Positionierung seit über 20 Jahren der Verkaufsmotivator. Weil in meinen Seminaren geht es einmal um deine Motivation, es geht um dein Mindset, es geht um deine Einstellung zum Thema Verkauf, die bei den meisten Verkäufern schon negativ, ganz tief in ihnen drin, haben sie selber noch eine negative Einstellung zum Verkaufen. Das ist ja der Wahnsinn. Sie denken, wenn sie irgendjemanden verkaufen, bügeln sie ihm was über, was er nicht will und was er nicht braucht. Das ist nicht verkaufen. Verkaufen heißt, Menschen, Kunden mit Lösungen, Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, die ihre Lebensqualität verbessern. Das ist für mich Verkaufen. Und darum ist es einer der wertvollsten Berufe überhaupt auf diesem Planeten, weil man Menschen hilft, ihr Leben zu vereinfachen. Ich warne davor, einem Kunden was zu verkaufen, was er nicht will und was er nicht braucht. Tödlich. Aber wenn du eine Lösung hast, wenn du ein Produkt hast, dass das Leben des Kunden verbessert, dann musst du es ihm verkaufen. Und das ist meine Einstellung, die ich immer wieder. Weißt du, es gibt ja viele Verkäufer, die kommen zum Kunden und der Kunde sagt gleich am Anfang des Gesprächs: Ja, aber heute entscheide ich mich sowieso noch nicht. Heute will ich mich nur mal informieren. Und bei einem Durchschnittsverkäufer geht sofort die Energie runter, geht sofort die ganze Handlungsbereitschaft, die ganze Fokussierung geht, na, weil er denkt, ach, der will sich ja heute nur mal informieren. Vollkommener Blödsinn. Weißt du, was ein Profiverkäufer denkt? Ein Profiverkäufer denkt, ist doch klar, dass du das sagst, weil du kennst ja mein grandioses Angebot noch gar nicht. Aber nach 60 Minuten, wenn ich dir das präsentiert habe, dann wirst du heute kaufen. Ein Profiverkäufer bleibt in dieser Einstellung. Und darum, Freunde, jetzt mal für euch alle einen Diamant, schreibt euch den auf. Denke niemals, nie, nie, nie. Du musst nur einmal niemals schreiben, es reicht. Für den Kunden. Hör auf, für den Kunden zu denken. Hör auf. Bleib in deinem Fokus. Ich werde diesen Interessenten heute zu meinem Kunden machen. Ich werde ihn heute so begeistern, dass er am Schluss kauft und dass es noch seinen ganzen Freunden erzählt. Das muss deine Einstellung sein. Glaubst du, dass das deinen Verkaufserfolg schon drastisch erhöht, wenn du in dieser positiven Einstellung bleibst? Als wenn du denkst, naja, heute wird das sowieso, na, heute, er muss wahrscheinlich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Und dann kommen so Sätze wie, weil der Verkäufer nicht klar war, ne, wir telefonieren nächste Woche. Rufen Sie mich noch mal wieder. Was für ein Bullshit. Was für ein Bullshit. Also, eine kleine Expertise zum Thema Verkaufen. Super, danke dir. Du hast gerade schon angesprochen, Durchschnittsverkäufer. Mich würde mal interessieren, hast ja super viele Leute gecoacht, hast super viele Durchschnittsverkäufer kennengelernt, dir vielleicht auch bei dem einen oder anderen die Zähne ausgebissen, ich weiß es nicht. Hast aber auch ganz viele Top-Verkäufer in den unterschiedlichsten Branchen kennengelernt, hast sie besser gemacht, hast sie beobachtet. Wo siehst du die Kernunterschiede zwischen, ich sag mal, den 1% wirklichen Top-Verkäufern in diesem Land und den 99, naja, durchschnittsbeschlechten Verkäufern? Ein Unterschied, sie sind fleißig. Sie sind fleißig und arbeiten permanent an ihren Skills. Top-Verkäufer sind trainierte Profis.
Sie arbeiten an ihrem Verkaufsskript, sie arbeiten an ihren Techniken, sie arbeiten und sie geben die Schuld niemals dem Kunden. Sie gucken, was muss ich das nächste Mal besser machen. Sie haben einfach eine andere Einstellung zu dem ganzen Thema. Weißt du, Top-Verkäufer, meine Top-Verkäufer in meinem Unternehmen, die sind hungrig aufs nächste Training, aufs nächste Seminar, weil sie wissen, wie Ronaldo, wie Verstappen, dass die trainieren. Durchschnittsverkäufer, ach, am Wochenende Seminar, da wollte ich grillen mit Tante Mizi. Nee, das passt mir ganz schlecht. Ich habe doch erst vor 20 Jahren ein Seminar gemacht. Nee, ich habe schon mal ein Buch zum Thema. Na, da sind die Durchschnittsverkäufer. Und die dann immer sagen, naja, ich kriege halt immer die schwierigen Kunden. Nee, kriegst du nicht. Du bist der schwierige Vogel, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Nicht vorbereitete Verkäufer, nicht trainierte, beleidigen den Kunden. Ey, ich habe Verkäufer erlebt, wirklich, ja. Also wenn Ärzte, wenn mein Chirurg so arbeiten würden wie viele Verkäufer, dann müsste der Friedhof gleich neben dem Krankenhaus sein. Ehrlich. In Deutschland werden täglich Milliarden von Euros liegen gelassen, weil Verkäufer nicht richtig ihren Job machen. Es ist ein System. Verstehst du? Du musst ein System, sonst ist das bei jedem Verkaufsgespräch. Wenn du wieder einen Termin mit einem Kunden hast, wie so ein Blind Date, du weißt nicht, was passiert. Wenn du aber vorbereitet bist, du weißt genau, was du auf welchen Einwand des Kunden sagst. Du weißt genau, wenn der Kunde sagt, ich muss doch mal eine Nacht drüber schlafen. Du weißt genau, wenn der Kunde sagt, es ist zu teuer. Die Konkurrenz ist ja viel günstiger. Du weißt genau, du bist vorbereitet. Und wenn du vorbereitet bist, dann fließen deine Gedanken ruhiger. Wenn deine Gedanken ruhiger fließen, geht dein Atem ruhiger. Deine Stimme ist ruhiger. Deine Körpersprache, deine Ausstrahlung ist eine ganz andere. Und das ist der Unterschied zu Top-Verkäufern. Sie wissen, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und genau aus diesem Grund haben sie auch überdurchschnittlich mehr Erfolg als der Durchschnitt. Und viele, viele Durchschnittsverkäufer machen schon mal den ersten Kardinalfehler. Sie reden zu viel. Sie reden in einem Verkaufsgespräch. Stelle ich meinem Kunden Fragen und mein Kunde redet, nicht ich. Aber weil die meisten Verkäufer so unsicher sind, quatschen sie über ihr Produkt oder über technische Details, alles Bullshit. Stell dem Kunden Fragen, hör hin, was der Kunde will und dann zeig ihm, wie er es bekommen hat. Universelle Verkaufsregel, Freunde. Du musst um alles in der Welt herausfinden, was dein Kunde will. Und dann musst du ihm zeigen, wie er es bekommen kann. Ende aus, Mickey Maus, das ist Verkaufen. In Deutschland hat der Verkauf an sich nicht den besten Ruf. Nee. Wie gelingt es dir wahrscheinlich auch, viele Verkäufer umzupolen? Also, ich habe schon Verkäufer kennengelernt, die hatten Glaubenssätze wie: Ich bin kein Verkäufer. Ja, genau. Oder Genau. Verkaufen ist, naja, Verkaufen ist sowas Genau. Schwieriges. Genau. Und Ist, das ist genau das Problem. Die sollten alle mal nach Amerika. Die sollten alle mal nach Amerika fahren. Ja? Die sollten alle mal nach Amerika, um sich mal anzugucken, wie das Mindset dort ist zum Thema Verkaufen. Da sind Verkäufer stolz auf ihren Beruf. Wenn du in Deutschland auf einer Party abends bist und sagst, du bist Verkäufer, hast du wahrscheinlich einen sehr einsamen Abend vor dir. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe eine Frage an alle euch da draußen, ja, die jetzt zuhören. Glaubst du, dass dein Produkt, glaubst du, dass deine Dienstleistung, dass deine Lösung das Leben von Menschen verbessert, wenn du jetzt die Hand hebst und ja sagst, frage ich dich, warum verkaufst du es dann so wenig? Und jetzt habe ich die nächste Frage an euch da draußen. Willst du in diesem Jahr mehr Geld verdienen? Wenn du wieder die Hand hebst und ja sagst, dann sage ich dir, dann musst du mehr verkaufen. So einfach ist das. Hey, die Autos von Mercedes, die, glaube ich, gute Autos bauen, die würden auf der Halde rosten, wenn es keine Verkäufer geben würde. Aber die meisten Verkäufer sind keine Verkäufer, sondern sie sind Warenbewacher und auf Nachfragen geben sie was raus. Verkaufen fängt dann an, wenn dein Kunde sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, keine Zeit, kein Budget, zu teuer ist. Jetzt wirst du zum Verkäufer. Verstehst du? Weil das andere Geschäft hättest du sowieso gemacht. Und darum, hey, als Verkäufer wirst du immer einen Beruf haben. Du wirst immer gut verdienen, wenn du deinen Job gut machst. Aber jetzt ist eine Sache wichtig, wenn es für den Kunden passt. Ich habe einem Kunden noch nie was verkauft,
Ich schwöre, in meinem ganzen Leben nicht. Was er nicht braucht und was er nicht will. Das mache ich nicht. Ich will nicht mit einem Kunden keinen One-Night-Stand, sondern ich will mit einem Kunden eine lebenslange Partnerschaft. Ich will, dass mein Kunde immer wieder den Weg zu mir findet. Und wenn bei mir auf dem Sales Bootcamp 1000 Teilnehmer sitzen, 4 Tage lang, die sich dort eingebucht haben in dieses Seminar, und der überwältigende Teil das Folgeseminar bucht, dann heißt das ja wohl, dass ich Nutzen gebe. Und ein Verkäufer, kümmere dich nie um deinen Provisionscheck, kümmere dich nie um dein Gehalt, sondern kümmere dich darum, wie du den Nutzen für den Kunden erhöhen kannst. Hab immer nur das eine Ziel: Wie kann ich meinem Kunden besser dienen? Wie kann ich besser liefern? Wie kann ich besser werden? Das Gehalt kümmert sich dann um sich ganz alleine. Da musst du dir gar keine Gedanken machen. Und das ist das, ja, immer hungrig zu sein, in seinem Job, in seinem Metier besser zu werden, ist eine der Maxime, um erfolgreicher zu werden. Yes. Hast du viele Branchen sicherlich auch kennengelernt? Wo würdest du heute als Top-Verkäufer hingehen? In welche Branche, wo glaubst du, sind die dicksten Früchte zu ernten? Das ist ja jetzt mal eine geile Frage. Weißt, ich immer, ne, wenn die Leute zu mir zum Seminar, die kommen aus allen Branchen. Die kommen aus allen Branchen. Finanzdienstleistungen, Auto, Immobilien. Und jeder in seiner Branche sagt, wir sind zurzeit in einer schwierigen Branche. Ach was, ach was. Ja, zeig mir mal eine Branche, die noch einfach ist. Zeig mir eine Branche, die einfach ist. Da bin ich sofort dabei. Aber ich sage noch was: Schwierige Zeiten sind Top-Zeiten für Spitzenverkäufer, weil jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt zeigt sich, wo die richtig guten Verkäufer. Es gibt, hey, Finanzdienstleistung ist eine super Branche, weil Altersarmut, Renten nicht mehr sicher, Vermögensaufbau. Ich sage, Finanzdienstleistung ist eine super Branche. Ist eine Megabranche. Network Marketing ist eine Megabranche, wo du alle Chancen hast, ein erfolgreiches Business aufzubauen, wenn du den Einsatz bringst. Die Amis sagen dazu, put the work in it. Die meisten wollen die dicken Früchte ernten, sie sind aber nicht bereit, den Einsatz zu bringen. Weißt du, in meiner Karriere, die jetzt mittlerweile 43 Jahre andauert, hey, ich habe immer den Einsatz gebracht. Die Leute sehen dich, wenn du an der Spitze stehst, wenn du vor 10.000 Menschen sprichst, wenn sie dir applaudieren, aber sie sehen nicht den Weg dahin. Und jeder, der an die Spitze gelangt ist, der hat einen Weg zurückgelegt. Der hat Rückschläge erlitten. Der ist teilweise ausgelacht worden. Der ist bekämpft worden. Aber sie haben nicht aufgegeben. Sie haben immer weitergemacht. Immer. Und das ist, wenn du nicht aufgibst und immer weitermachst, kommst du irgendwann auch an die Spitze. Aber dazu musst du bereit, den Preis zu zahlen. Und das sind die meisten Leute nicht. Weißt du, die meisten Menschen wollen das Spiel gewinnen, ohne gespielt zu haben. Die meisten wollen Diplom, ohne studiert zu haben. Sie wollen Ruhm, ohne die Dinge getan zu haben. Weißt du, was die bekommen? Sie werden sterben, ohne gelebt zu haben. Und das ist genau das Ding. Bist du bereit, den Einsatz zu bringen? Und das sage ich meinen Verkäufern im Sales Bootcamp. Wir trainieren 4 Tage. Die kriegen Content, die kriegen Diamanten ohne Ende. Aber danach sage ich, Leute, jetzt bleibt dran. Ihr habt jetzt euer Skript, ihr habt euer Workbook, ihr habt alles, was ihr braucht. Aber jetzt heißt es dranbleiben. Disziplin. Einmal die Woche Training mit dem Kollegen, mit dem Team. Und das ist eben, das sind die 1 bis 3% der Spitze, die bereit sind, das zu bringen. Wie beobachtest du das? Also hast du im Nachgang noch Kontakt zu denen? Kannst du da Natürlich. gewisse Dinge feststellen? Weil ich glaube, Ja. heutzutage ist immer wieder mein Eindruck, auch was Seminare zum Beispiel angeht, dass ein Großteil, der dorthin geht, der lässt sich so ein bisschen berieseln, der nimmt auch die Energie mit auf, ja, und geht dann Montag, mein angenommenes Seminar ist jetzt Samstag, Sonntag, jetzt geht er Montag wieder hin. Und jetzt hält es noch so ein bisschen an, aber so gefühlt nach einer Woche ist es dann auch wieder verpufft und er macht wieder das, was er vorher auch schon gemacht hat. So, und jetzt sagst du was ganz Wichtiges, und darüber habe ich mir jahrelang Gedanken gemacht. Und ich habe eine Lösung dafür gefunden. Und erstmal wird in meinem Sales Bootcamp
Trainiert, trainiert, trainiert. Das heißt Sales Bootcamp. Das heißt, die Leute trainieren untereinander. Das heißt Sales Bootcamp, weil wir Sechsergruppen, Dreiergruppen, wir trainieren die Bedarfsanalyse, wir trainieren untereinander die Einwandbehandlung. Noch immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und immer wieder. Darum heißt es Sales Bootcamp und nicht Sales Wattebäuschen Camp. Es wird trainiert. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt den Kontakt zu meinen Teilnehmern halten? Und ich habe ein Vierjahresprogramm entwickelt. Ich habe 3 Jahre lang über 200 Videos aufgenommen zu jedem Aspekt des Verkaufens. Alles, was ich über das Verkaufen weiß, habe ich in diese Videos gepackt. Jedes Video ist 20 Minuten lang, geht immer mit einer Motivation los. Danach kommt Content, eine Einwandbehandlungsmethode, die Bedarfsanalyse, Angebotsphase. Und danach kommt eine Handlungsaufforderung. Wie die Leute ganz bequem, das geht über 4 Jahre, wie sie ganz bequem während der Woche trainieren können. Und da haben die Leute gesagt, Mike, da bleibt man wirklich dran. Entweder können Sie sich das auf Ihr iPhone ziehen, können das beim Sport hören. Ganz, ganz bequem. Sie können es im Auto hören. Das heißt, immer eine kleine Trainingseinheit, einmal pro Woche in der wichtigsten Sache überhaupt, Verkauf, dran zu bleiben. Und was mir die Leute immer wieder oder immer mehr Verkäufer machen es sich jetzt zur Gewohnheit. Sie kommen alle 2 Jahre zum Sales Bootcamp. Alle 2 Jahre sagen sie, Mike, einmal alle 2 Jahre brauche ich die 4 Tage. Das ist mein Intensivtrainingslager, wo ich mich wieder, genau wie du sagst, mit deiner Energie vollsauge, wo ich wieder andere Menschen und im Seminar trainieren unterschiedlichste Branchen miteinander. Da ist der Arzt, der Orthopäde trainiert mit einem Finanzdienstleister, mit einem Immobilienmakler, mit einem Architekten. Das ist genau das, was ich will. Dass sich unterschiedliche Branchen gegenseitig befruchten. Und das hat sich als extrem, extrem erfolgreich erwiesen. Es ist mittlerweile eines der größten Verkaufsseminare in ganz Europa. Ich glaube, es gibt kaum ein Verkaufsseminar 4 Tage lang, wo du mit 1000 Teilnehmern aus unterschiedlichsten Branchen trainierst. Und ich habe da verschiedene Prozesse entwickelt, wie die Leute ihre ganz individuelle Bedarfsanalyse bekommen, wie sie ihre ganz individuelle Bedarfsfestigung. Das heißt, es ist auch jeden, egal welche Branche, und du hast genau richtig gesagt, ich habe fast jede Branche trainiert. Alles, alles war dabei. Sogar einmal ein Pferde, der Pferdesperma verkauft. Also es gibt ja Branchen, da hast du noch nie was davon gehört. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und mit diesem Vierjahresprogramm bleiben die Leute dann dabei und es wird nachhaltig. Sie arbeiten dann wirklich mit ihrem Workbook, sie arbeiten mit den Videos. Unternehmer buchen dieses Programm und einmal im Monat setzen sie sich mit ihrem ganzen Team zusammen, holen sich 4, 5 Videos aus ihrer Bibliothek oder aus ihrem Ordner und dann wird trainiert. Es läuft perfekt. Und wenn du das Beispiel jetzt mal nimmst, was du gerade meintest, du hast Kunden, die, sage ich mal, alle 2 Jahre sagen, ich brauche es mal wieder so richtig, ja, und kommen zu dir. Das ist aber für mich ja auch so gefühlt, naja, es ist so, wie wenn FC Bayern München jetzt sagen würde, pass auf, wir machen noch alle 2 Jahre ein Trainingslager, und sonst fahren wir zu den Spielen. Da ist irgendwie allen klar, naja, ist nicht ganz so geil die Vorbereitung. Im Vertrieb ist immer so mein Eindruck, dass so im Mittelstand viele mal einmal im Jahr so einen Vertriebstrainer holen für so einen Workshop, aber sonst eben nicht trainieren. Ja? Beobachtest du das auch und wie löst du das vielleicht? Oder gibst du da Impulse, sagst du, ey, mach doch mal jetzt Training, ey. Nein, Firmenseminare mache ich persönlich nicht mehr. Das macht ein Trainer von mir aus meinem Team. Immer mehr Firmen, also alle erfolgreichen Firmen haben einmal den Fokus komplett auf den Vertrieb. Das sind immer ganz stark vertriebsorientierte Organisationen. Und die trainieren regelmäßig. Entweder macht der Vertriebsleiter oder untereinander wird das organisiert, dass man einmal im Monat, muss ja eine Stunde sein, einmal im Monat Einwandbehandlungstraining oder Question and Answer. Und dann mit meinen Videos, wie gesagt, ja, diese 208 Videos über 4 Jahre. Ne, ziehen sich verschiedene Videos, 4 Videos Einwandbehandlung, Bumerangtechnik, warum doch Frage, zurück zur Kundenergründung, zack, zack. Und dann wird es wieder aufgefrescht, aufgefrescht. Und du hast genau richtig gesagt, es ist wie im Spitzensport. Die Spitzenleute
sind trainierte Profis. Sie kommen zum Beispiel zu meinem Power-Seller-Seminar. Das ist ein Tag, ist immer ein Samstag. Ja, kann man sich für ganz wenig Geld, kann man sich da einbuchen, kann ich einen Tag auf der Bühne erleben. Und was ich immer erlebe, danach steigern die Leute schon drastisch ihre Verkaufserfolge. Weil sie sich da zwei oder drei Diamanten wieder rausholen, zack, und dann geht es wieder nach vorne. Und in diesen Zeiten, gerade jetzt, 23, 24, es werden ganz entscheidende Jahre sein. Weil jetzt wird sich die Spreu vom Weizen trennen, hundertprozentig. Das sind immer noch die Spätwehen aus der Corona-Krise. Jetzt werden die Leute langsam alle wieder wach. Einige haben immer noch Schrammdellen, Beulen. So. Und jetzt, ne, ist ganz entscheidend, mit welchen Menschen umgibst du dich? Mit welchen Leuten, welche Leute lässt du jetzt dein Mindset befüllen, dein Unterbewusstsein befüllen? Hängst du jetzt mit den Leuten an, die auch nur am Jammern sind, oder bist du jetzt mit Leuten zusammen, die sagen, hey, jetzt legen wir noch mal eine Schippe drauf, jetzt Attacke. Das ist das, worum es geht. Vorhin das Thema Gewohnheiten angesprochen, also zum Beispiel deine Meditationsgewohnheit. Hast du darüber hinaus weitere Gewohnheiten, die dich erfolgreicher machen, so wie du Erfolg vorhin definiert hast? Eine weitere Gewohnheit war zweimal die Woche Krafttraining und auch das mit 61, mit 71 und mit 81. Gibt es dann noch weitere? Ja, logisch. Also ich sage immer, hey, du brauchst fünf Hobbys in deinem Leben. Fünf Hobbys. Das erste Hobby ist das, mit dem du Geld verdienst. Okay? Das zweite Hobby ist das, mit dem du in Form bleibst. Das dritte Hobby ist das, mit dem du Wissen aufnimmst. Das vierte Hobby ist das, mit dem du an deinem Glaubenssatzsystem, an deinem Mindset arbeitest. Und das fünfte ist das, mit dem du deine Kreativität steigerst. Und da habe ich mir ein System angeeignet, mit dem ich Wissen aufnehme. Das ist auch eine Gewohnheit. Täglich eine Stunde lesen. Wenn ich im Auto sitze, höre ich Hörbücher weltweit von allen Trainern, von allen Spezialisten weltweit. Es ist ein Durchbruch in der Erwachsenenbildung. Das heißt, wenn ich Wissen weitergebe in meinen Seminaren, ich muss das Wissen ja auch irgendwo herholen. Und eine weitere Gewohnheit ist, dass ich selber 2 bis 3 Seminare pro Jahr besuche. Ich kann meinen Teilnehmern doch nicht irgendwas sagen, was ich selber nicht lebe. Ich kann doch keine Verkaufstrainings machen, wenn ich selber auf der Bühne nicht verkaufe. Was erwarten die Leute von mir? Ich bin Verkaufstrainer. Also verkaufe ich meine Seminare immer, wo ich bin und wie es geht, weil ich meine Produkte liebe. Ich liebe sie. Und weil ich weiß, dass es einen Unterschied für die Menschen macht. Ich habe ja nur ein Angebot. Die Leute können ja selber entscheiden, ob sie es machen oder nicht. Ich habe meinen Arzt auf der Palette in Sales Bootcamp verkauft. Nach dem Händewaschen, nach dem Händewaschen. Und was waren so die, oder was war so das beste Seminar, was du in den letzten in den letzten Jahren besucht hast? Puh. Das war ja nicht so gut dann. Na, ich hab ein sehr gutes Seminar besucht, in London. Von Blair Singer, da ging es um Train the Trainer. Also es ging darum, was Trainer, wie sie ihre Seminare gestalten können. Das ist schon ein paar Jahre her. Es hat mir viele Inspirationen gegeben für meine Seminare. Es ging da nicht um Content, sondern wie baut man ein Seminar auf. Und ich habe dort viele Diamanten für mich mitnehmen können. Auch wie man mit Gruppen trainiert, wie man Gruppen moderiert, etc. Ja. Blair Singer ist ein Trainer aus Amerika. Und war ich 5 Tage in London und habe mir das nochmal angeschaut. Ja. Und sag mal, du hattest vorhin, deswegen habe ich nochmal nachgefragt, was kostet so eine OP privat, ja, weil ich es ein schönes Beispiel finde, was man mit Geld auch machen kann, oder welche Möglichkeiten Geld einem auch verschaffen kann in ganz brenzlichen Momenten. Welche Bedeutung hat Geld für dich heute und wie hat sich das vielleicht auch im Laufe deines Lebens verändert? Geld ist wichtig. Geld ist wichtig da, wo Geld Probleme lösen kann. Das ist so. Da ist Geld wichtig. Weil viele sagen immer, ja, Geld ist mir nicht wichtig. Ja, wenn Geld dir nicht wichtig ist, dann musst du dich nicht wundern, wenn es nicht bei dir bleibt oder nicht zu dir kommt. Ja? Also Geld ist, geh mal zur Bank und sag, ich möchte ganz gerne meine Rechnung mit Liebe bezahlen. Das geht nicht. Das heißt, da ist Geld schon wichtig. Und es hat sich aber im Laufe meiner Karriere verändert.
weil am Anfang war es sehr wichtig, natürlich im Karriereaufbau, zu Beginn meiner Karriere, und es war oft knapp. Ich war auch schon mal fast pleite mit meinem Unternehmen in Oldenburg, als viele Discounter aufgemacht haben. Aber auch aus dieser Krise habe ich eine Chance für mich gemacht. Heute ist der Club erfolgreicher denn je mit 3.500 Mitgliedern. Aber heute ist Geld für mich eine unterstützende Kraft, sodass ich auch andere Menschen unterstützen kann. Und natürlich ist es angenehm, wenn man sich die Dinge leisten kann, die man möchte und nicht darüber nachdenken muss. Und ja, darum Geld sollte nie das Ziel sein, aber es ist halt, es ist ein Prozess, es ist Energie. Geld ist Energie. Und wenn du Energie gibst, ist es vollkommen okay, dass auch Geld in Form von anderer Energie wieder zu dir zurückfließt. Das heißt, wenn ich Menschen meine Energie gebe, mein Content, mein Wissen und sie damit nachher mehr Geld verdienen, viel, viel mehr Geld als vorher, ist das vollkommen in Ordnung, dass Geld auch zu mir zurückfließt. Das ist der Deal. Das ist der Deal. Und darum ist es wichtig in meinem Leben, ja. Aber nicht mehr so wichtig wie am Anfang meiner Karriere, weil es jetzt ausreichend da ist. Und wenn ich halt für 60, 70.000 Euro eine Herz-OP machen muss und weil ich den Besten haben will, dann mache ich das. Und muss nicht drüber nachdenken. Und wenn ich mir ein Auto, das ich toll finde, dann muss ich nicht drüber nachdenken, dann kaufe ich mir das. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich das Studium einer Nichte oder eines Neffen in Brasilien finanziere über 5 Jahre, dass die nachher, weil die Eltern das nicht können, dann ist das noch eine viel größere Befriedigung als ein neues Auto. Und wenn ich dir jetzt alles nehme, Vermögen und Umfeld nehme ich dir auch, ja. Ja. Bin heute hart. Was machst du dann? Vermögen, Umfeld ist weg. Dein Wissen lasse ich dir noch. Ich bin So, großzügig. das ist das Wichtigste. Ich fange morgen an, neues Geld zu produzieren. Hey, Sie können dir alles wegnehmen. Du kannst mir alles wegnehmen. Mein Aktiendepot, du kannst mir meine Immobilie, du kannst mir alles wegnehmen. Solange ich mein Wissen hier oben in meiner Birne habe oder hier in meinem Aktenschrank, meine Seminarordner, kann ich morgen anfangen. Und jetzt musst du eins wissen. Das Wichtigste in deinem Leben ist deine Fähigkeit, neues Business zu produzieren. Das ist das Allerwichtigste. Deine Fähigkeit zu arbeiten und dein Wissen anderen Menschen oder ganz egal, deine Expertise anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, ist das Allerwichtigste. Darum war meine größte Angst vor meiner OP auch, kann ich meinen Job nachher noch so ausführen, wie ich das gewohnt bin? Kann ich diese Energie auf die Bühne bringen? Kann ich diese Power, diese. So, und Gott sei Dank ist das alles so gelaufen. Das war das Wichtigste für mich überhaupt. Mike, danke dir für die Einblicke heute. Abschließend vielleicht noch ein paar Worte, du als Verkaufstrainer. Ja. Wo kann man mehr von dir finden? Du hast deine Seminare heute schon ein paar Mal angeteasert. Gibt es irgendeins demnächst? Für wen sind die Seminare vielleicht auch? Kann ich da auch hin, wenn ich gar kein Verkäufer bin? Viele fragen Ja. immer, wie kann ich denn verkaufen lernen? Ist das auch zum Beispiel eine Möglichkeit bei dir? Oder sagst du, meine Zielgruppe sind ausschließlich Menschen, die schon in diesem Beruf arbeiten? Vielleicht dazu was von dir. Ich stelle an meinen Seminaren immer wieder die Frage: Hey, wer von euch ist Verkäufer? Gehen einige Hände hoch. Wer hat mit Verkauf gar nichts zu tun? Gehen auch viele Hände hoch. Sag ich, das ist falsch. Jeder von euch ist ein Verkäufer. Wenn du einen Partner hast, warst du Verkäufer. Wenn du Kinder hast, bist du Verkäufer. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Diamant von mir. Life is a sales talk. Das ganze Leben ist ein einziges Verkaufsgespräch. Weil wir müssen immer verkaufen. Uns als Persönlichkeit. Wir müssen unsere Ideen verkaufen. Wir müssen unsere Vorstellungen verkaufen. Unsere Wünsche, unsere Ziele. Und darum ist mein Verkaufsseminar kein reines Verkaufsseminar, sondern es ist ein Kommunikations- und Beziehungsseminar. Egal, ob du Vater, Mutter, egal in welchem Job du tätig bist. Weil Verkaufen ist Kommunikation in Reinkultur. Und 75% unseres Wachzustandes verbringen wir in irgendeiner Art von Kommunikation. Und man kann eigentlich sagen, die Qualität deines Lebens ist abhängig
von der Qualität deiner Kommunikation. Und ich habe Menschen kennengelernt, die waren studiert, die hatten Doktortitel, die waren Ingenieure und ich habe da höchsten Respekt davor, aber sie konnten nicht erfolgreich kommunizieren. Und wenn du erfolgreich kommunizieren kannst, kannst du andere Menschen lenken, kannst du andere Menschen führen, kannst du andere Menschen für dich gewinnen. Und das ist das, worum es geht. Und darum sind meine Seminare für alle Menschen geeignet. Für Verkäufer natürlich nochmal on top, aber bei mir sitzen Elternvertreter, bei mir sitzen ja Betriebsräte, ja, alle. Und wir haben jetzt eine große Veranstaltung. Ich bin ja Cheftrainer der Jürgen Höller Akademie in Frankfurt im Juni, 3 Tage die Business Secrets. Da spricht der Jürgen am Freitag zum Beispiel über das Thema Marketing. Samstag ist mein Tag. Da geht es nur um das Thema Verkaufen und wie ich erfolgreich kommuniziere. Und am dritten Tag der Andi Bäuerlein, ein Spezialist für Online-Marketing. Und so kann man uns kennenlernen in einem 3-Tage-Seminar. Man kann aber auch nur einen Tag rausnehmen, wenn man sagt, hey, ich will nur mal den Mike auf der Bühne sehen. Wenn man mehr über mich erfahren möchte, natürlich auf meinem Instagram-Account, Mike-Diersen. Da sieht man, wo bin ich, was tue ich, welche Diamanten gebe ich den Menschen mit. Fast täglichen Diamant zum Thema Verkaufen, zum Thema Motivation drin, natürlich. Und ja, that's life. Mike, danke dir. War eine richtig schöne Energie am Sonntag. Die veröffentliche ich ja nicht am Sonntag, aber ich habe es hier sehr sonntags genossen. Ich Ja. sage besten Dank an euch, die Bitte, Bewertung abzugeben. Bewertungen helfen hier, den Podcast weiter zu pushen. Ich glaube, wir sind jetzt in den Top 20. Ah, das geht so. Cool. Wir müssen in die Top 10 rein. Vielleicht hilft Mike dabei jetzt hier mit Ja, was der. glaubst du denn? Ja, und sage danke und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.